Und damit herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Ja, wir machen weiter mit Final Fantasy 13. Und ich muss mal hier dringend was noch zu dem Projekt sagen. Ja, demnächst steht ja mein Umzug an, ne? Wie fange ich da am besten an? Und da ich... Na gut, da ich... Ja, ich jetzt. Wie gesagt, mein Umzug steht jetzt an, wie gesagt. Und da ist das Projekt bis dahin nicht fertig kriege und ich mir... Warte mal. Halt. So nochmal das Ganze hier. Lass das mal nicht funktionieren. Ja, weil da ich das Projekt bis, ja mal, bis zum Umzug leider nicht fertig kriege, wegen, ja, ich dauere da, wir sind ja gerade bei der zweiten Disc und so weiter, habe ich mir überlegt, müsste ich mir überlegen, dass ich das Projekt nochmal pausiere, auf einen gewissen Zeitpunkt. Und zwar, bis ich, jetzt sterbt endlich hier, ich hab genug von euch Elende. Exekner. Wie gesagt, das war jetzt ein bisschen Wirrwarr, ja. Da ich hier das Projekt wird quasi ab beim Umzug dann pausiert, da ich zum einen keine Xbox habe, um das dann weiter aufzunehmen, zum anderen ich das Spiel dann auch nicht mehr haben werde vorerst. Muss ich das erstmal leider Gottes pausieren, ne? Aber ich habe vor, mir die PS3-Fassung zu holen, ne? Um dann quasi das Projekt dann an der Stelle mit der PS3-Fassung weiterzuführen, ne? Wenn ihr jetzt ungefähr mitkommt, was ich genau wollte. Ich werde mir aber eine PS3, wollte ich gerade sagen, wieder eine Xbox dann holen, das ist kein Problem, aber das werde ich so machen. Ich habe ja einige Spiele, die nur auf Xbox laufen, aber einige Projekte, die ich nur über Xbox habe. Zum Beispiel Eternal Sonata, die will ich... will ich auf Xbox lassen. Deswegen, naja, auf jeden Fall, ich, wenn ich dann auf der Dings wechsle, auf der, au, mach erstmal die Klingel. Wenn ich dann auf der PS3-Fassung wechsle von Final Fantasy, dann muss ich natürlich den Spiel dann erstmal nachspielen. Nur mal so als Hinweis. Ja, wie gesagt, dann muss ich das nachspielen. Und dann wird das Projekt quasi so lange pausiert, bis ich quasi den Spielstand hier wieder erreicht habe. Also so, jetzt nicht unbedingt vom Leveling her und so weiter, aber so ungefähr von dem Stand, wo ich dann quasi bei der Aufnahme war. Warte mal, ich muss mal hier was. Halt erstmal heilen. Ich gehe erstmal in die Heilung. Damit Hope uns erstmal heilt. Und dann gehen wir erstmal unseren Kollegen hier eine Weile, ne, ein bisschen mit. Oh, die schwächen nicht, sondern wir machen einen Augmenter, wir stärken uns ja. Egal, auf jeden Fall. Wo war ich jetzt? Ich pausiere das Projekt. Dings. Ich spiele den Spielstand dann quasi nach und wenn es dann. Wenn ich dann wieder den Spielstand wieder so habe, wie ich dann zu dem Zeitpunkt habe, wo ich die letzte Folge hatte, werde ich dann quasi das Projekt weiterführen. Aber so lange wird dann ein anderes Projekt geben. Aber natürlich eins von den Projekten, die ich natürlich noch habe. Na? Oh. Muss ich mal gucken. Ich glaube, Hope hat eh nicht mehr.
Dann gehen wir nochmal in Genesungswall. Das sollte ich jetzt irgendwann so erklärt haben, was ich jetzt, wie das jetzt die nächste Zeit abläuft. Es geht aber natürlich geht es dann dazu sofort weiter. Also ich werde das ja das andere Projekt dann quasi nur für den Zeitraum machen, indem ich quasi den Spielstand nachspiele sozusagen und ich mir das Spiel quasi besorge. Also wenn ich bis dahin natürlich das andere Spiel durch habe, was vielleicht passieren könnte, werde ich natürlich noch meine angefangenen Projekte weiterführen. Und sobald ich dann das Spiel wieder habe, also den Spielstand, wo ich quasi im Let's Play Stand bin, ne, mache ich dann direkt weiter. Also gibt es dann eine Ankündigung auf Facebook, in der dann sage ich dann quasi, wenn es dann wieder weitergeht, mit Final Fantasy 13 und Punkt. Und 13.2 wird dann direkt von der PlayStation 3 genommen. Natürlich werde ich mir die Fassung gleich mitkaufen, wenn ich den ersten Teil hole, ist klar. Sollte verständlich sein. Ja, wir haben ihn übrigens da, wo wir ihn haben wollen. Im Schockzustand, Und können ihn sogar da oben halten und somit eigentlich sogar sehr gut besiegen. Nur kurz was gucken, habe ich noch irgendwas zu dem, was ich wissen müsste? Nee, gibt nichts Neues. Ja, Kriegsherr. Ja, wir haben ihn gleich. Geht doch! Ich denke mal, das sollte soweit erklärt sein. Ich erkläre das immer so ein bisschen kompliziert, habe ich mal das Gefühl. Ja, auf jeden Fall wird das so ablaufen. Ich werde natürlich, wie gesagt, auch rechtzeitig vorher Bescheid sagen, wenn irgendwelche Sachen passieren, die irgendwelche gravierenden Änderungen kommen, solche Sachen. Wenn hier ein Projekt kommt, wie weitergeht und so weiter. Also im Grunde wird es für eine kurze Zeit keine Xbox 360 Projekte mehr geben. Also nicht kurze Zeit, sondern schon etwas längere Zeit, weil ja, so eine Xbox zu besorgen, das ist schon sehr kostspielig. Das selbst gut, wenn ich so will, ich habe schon gebraucht Xbox gesehen, die knapp 150 Euro kosten. Ist jetzt nicht die Welt, wenn man bedenkt, was sie so damals gekostet haben, aber erst einmal 150 Euro haben. So ist es die. Und wenn denn ich dann umgezogen bin, wer weiß, ob ich dann überhaupt noch Geld in der Hinsicht habe für das, was ich mir so vorstelle. Muss ich da erstmal sehen, wie das Geld überhaupt übrig bleibt und so weiter. Und was ich alles brauche und so weiter. In den ersten Monaten wird das sowieso ein bisschen schwieriger, weil ich muss Möbel kaufen, ich muss die Wohnung einrichten, es muss viel Geld für die Wohnung ausgegeben werden, deswegen ist es eher unwahrscheinlich, dass es in den ersten Monaten schon wieder komplett rund geht, so wie ich das, wie das momentan läuft. Deswegen erwartet also quasi nicht so viel. Und in den ersten Wochen und Monaten nach dem Umzug wird es ein bisschen auch noch ein bisschen weniger werden. Da werde ich auch nicht so viel uploaden können. Gut, ich muss jetzt mal gucken, wann ich überhaupt mein Internet habe dort und ich dann wieder hochladen kann, ne? Deswegen muss man alles erstmal sehen, ne? Wie lange die halt brauchen, um das einzubauen etc. Und wann es aktiv ist und so weiter und so fort. Alles das Wichtigste muss man dann halt erstmal sehen. Also, gut, ich werde sowieso noch den nächsten Ankündigungsvideo raushauen, indem ich sage, wann nun die Pause stattfindet erstmal. Also erstmal wird, ich werde erstmal grundlegend erstmal ankündigen, dass es eine Pause gibt und dass ich nicht online komme. Komplett. Überhaupt nicht online kommen kann, weil Internet und so. Wenn es denn so kommt, muss ich dann erstmal sehen.
wenn halt quasi jetzt gerade eine Pause gibt, so sehe ich. Es kann nicht sein, dass es eine Pause kommt, statt auf jeden Fall, um erstmal mit der Wohnung so weiter klar zu kommen und so weiter. Es ist ja alles, denke ich mal, nachvollziehbar. Und dann, ich denke mal so, ich weiß nicht, Ende des Jahres könnte es schon wieder ordentlich rund gehen auf dem Kanal. Ganz normal, wie man es gewohnt ist. Vielleicht sogar schon mit neuem Uploadplan, der vorsieht, vielleicht jeden Tag ein Video oder so. Das hängt halt davon ab, wie das alles sich so entwickelt. Muss ich dann sehen. Aber ich denke mal, das sollte man verstehen. Und du stirbst jetzt endlich hier. Ich denke mal, da habe ich das Wichtigste eigentlich erklärt. Also. Aber ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Ich meine, wenn ich eine Pause machen muss, weil es die anderen geht, dann ist das klar, oder? Was meint ihr dazu? Ich meine, sofern ich alles ankündige und ich einfach sage, hier für 2 Monate tschüss, bin ich da oder so. Oder einfach seit 2 Monaten die Tode oder so ähnlich. Geht natürlich nicht. Dass ich natürlich ankündige und sage, hier so und so ist es, ist klar, weil ihr wollt natürlich wissen, warum nichts kommt und so weiter und wieso jetzt. Ob wir mal tote Hose auf dem Kanal und so weiter. Das könnte ein bisschen schwieriger werden hier mit dem Kerl da, mit dem Roten da. Ja, ich muss mal in die Dings gehen hier. Als die 2 ist das schon eine heftige Sache. Weil die Kleinen kriegt Hope eigentlich alleine, das ist nicht das Problem. Gut, den Silbernen da, den Jäger, den kriegt er eigentlich auch recht schnell klein. Sollte auch kein Problem sein. Müsste mal ein Paradigma noch einbauen, wo Hope quasi stärkt und Snow quasi normal angreift. Müsste ich mal den jetzt noch einbauen. Ja, das wäre nämlich angebracht. Ich meine, der Verteidiger ist zwar auch ganz nett, aber so kann ich nicht währenddessen angreifen, während er mich gleichzeitig stärkt. Das ist schon ein bisschen unproduktiv, wenn man so will. Gerade bei etwas stärkeren Gegnern wie dem da. Ich hätte gerne die Vitalsphäre, hätte ich lieben gerne eher, weil die heilt nämlich auch gleichzeitig. Aber die kann da leider noch nicht lernen. Oder ich muss mal gucken, ob sie schon hat. Wo ich auch was Falsches von mir gebe. Na komm, mal meine. Nee. Das ist ein Yeah's Zorn. Gucken wir später mal. Egal, jetzt gehen wir auf ihn. Das ist mit dem Paradigma, das baue ich dann schon noch ein. Das ist AMP-Aktivierung. Oh, 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 was ist das? Was ist das? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht und das tut weh. Gehen wir hier hin, damit Snow weiter angreifen kann, aber auch gleichzeitig jetzt geheilt wird, so. So muss ich nicht zwingend mal aussetzen und kann weiter angreifen und somit kann ich einen Schockzustand auch oben halten, wenn man so will. Der sowieso ganz praktisch ist. Bei stärkeren Gegnern, ja, ich sage schon wieder bei stärkeren Gegnern, aber ist einfach so. Was ich sonst sagen, weil das ist ja ein anderes Wort für stärkere Gegner einfallen. Bei so großen Brocken wie den hier, so groß ist der nämlich gar nicht. Der ist gerade mal vielleicht ein Kopf größer als Snow. Gut, vielleicht sogar genauso groß wie Snow, aber es ist schon besser so. Und hat übrigens noch mehr Kristallpunkte gegeben. 245 Kristall. Ich mache jetzt hier aber erstmal den Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.